Hallo, dies ist wieder Xenes Guide mit der letzten Stelle Ocarina of Time. Wir finden uns momentan in Kakariko und haben in der letzten Folge am Ende unerwarteterweise doch noch den Boss des Schattentempels Bongo Bongo erledigt. Und ja, wo wir jetzt hin müssen, schätze mal, uns würde es ansonsten stellenweise wieder gesagt, aber naja, man kann so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip vorgehen. Ich meine, einerseits, Sheik hat uns gesagt, dass wir auch in die Wüste müssen. Und es gibt hier auf der Karte aber nur noch einen Durchgang, den wir noch nicht passiert haben. Von daher gehen wir einfach mal in die Richtung. Und ja, in das Gebiet, in das wir jetzt gehen, da hätten wir auch als Jüngerling schon hingekonnt. Jetzt als erwachsener Link können wir erst dorthin, wenn wir den Wassertempel hinter uns gelassen haben, beziehungsweise, ja, wir müssen ihn nicht komplett hinter uns gelassen haben, aber ja gut, jetzt habe ich es dir schon im Prinzip gesagt. Wir brauchen den Verliesgegenstand, den Enterhaken. Sollte man sich ja denken, der Schattentempel ist ja der eigentliche letzte Tempel, wobei ich mir halt auf der anderen Seite denke, diese Szene in Kakariko, dass Bongo Bongo da aus dem Brunnen ausbricht, das ist mir in der Vergangenheit so passiert und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es anderen Spielern anders ergangen ist, dass sie diese Szene erst gesehen haben, nachdem sie den Tempel, den wir jetzt noch vor uns haben, erledigt haben. Das kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, aber naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall werde ich mal kurz gleich mal den hier ausrüsten. Nee, lieber dahin. Lieber ein paar ungefährlichere Gegenstände. Aber der Wahrheit brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das heißt, nee, wir brauchen das, glaube ich, ja, wir brauchen das eine ganze Weile nicht mehr, ist ja klar. Oder? Ne, Schmarrn. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir brauchen es schon. Das macht die ganze Sache noch ein bisschen konfuser. Wir brauchen tatsächlich das Auge der Wahrheit demnächst nochmal. Und aufs Auge. Darauf, wo das Auge der Wahrheit sich befindet, kommt man doch erst durch die Szene in Kakariko. Naja, hier wären wir jedenfalls im Gerudo-Tal. In dem eigentlich, wenn es. Moment mal. Moment. Wenn wir hier schon im Gerudo-Tal sind, dann. Dann machen wir hier auch Tag, denn das kann man ja nicht so stehen lassen, dass wir hier im Gerudo-Tal sind und nicht die entsprechende Musik spielt. Oder? War doch hier. Ja, da ist sie doch. Die Melodie des Gerudo-Tals. Ach ja, eins der besten Lieder in Ocarina of Time, wie ich finde, und generell eins der besten Lieder im Legend of Zelda-Universum. Das war punktgenau. Ja, wie gesagt, diese Brücke hier ist das Problem. Ich glaube, an der Brücke selber könnten wir theoretisch vielleicht sogar mit dem Enterhaken rüberziehen. Aber wir sehen ja hier diese Platten mit dem Symbol, das wir auch schon im Vulkan gesehen haben. Und ja, wären wir als Jüngerling hergegangen, dann wäre die Brücke noch nicht kaputt gewesen. Aber so. Kommen wir halt nur so rüber. Drüben wäre eine Höhle. Ich glaube, das wäre eine Feenquelle. Interessiert mich aber nicht weiter. Hallo. Ich bin Handwerkermeister. Es waren Gerudos, die Brücke zerstört haben. Ich will sie reparieren. Aber meine Leute sind verschwunden. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Sie wollten lieber in die Gerudo-Festung gehen. Um Diebe zu werden. Hey du, wenn du schon in die Festung gehst. Kannst du herausfinden, was meine Jungs dort tun? So, die Information haben wir gebraucht. Der werte Herr ist auch relevant in der Aufgabe, die man machen muss, um das Bigoron-Schwert zu erhalten. Dem hier muss man nämlich die Säge übergeben. Ich habe in der Vergangenheit ja schon mal versucht, diese Aufgabe in meinem Kopf zu rekonstruieren. Ich meine, ich habe es dann am Ende schon auch halbwegs richtig hingekriegt, aber ja. Hier wären wir bei der Festung. Und wir sollen ja feststellen, was die Arbeiter hier so machen. Ja, dann
Würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal freundlich hin und fragen nach, oder? Ich meine, was soll denn schon passieren? Sind doch sicher freundlich. Halt, bleib, wo du bist. Ja. So viel dazu. Wir werden einfach direkt in den Kerker geworfen. Weichei, hinein mit dir. Und halt die Klappe. Ja, Gott sei Dank haben wir keinen Schaden gekriegt. Aber hier hätten wir, auch wieder ein Problem ohne Fangen bzw. Enterhaken. Nur damit können wir uns hier hochziehen. Und ja, mir fällt auf, dass ich ein bisschen schlecht ausgerüstet bin für die ganze Sache hier. Ja, da hoch können wir leider nicht. Aber mit einem... Ja, okay, wir brauchen nicht mal einen geschickten Sprung, sondern wir gehen einfach rüber. Können wir hier zu dem Eingang rein? Hin? So, die Gerudo-Festung. Ein ganz besonderer Ort. Ja, das Problem ist natürlich, sobald uns die Wachen sehen, werden sie uns wieder in den Kerker werfen. Und wir müssten uns auch hier wieder vorbeischleichen. Allerdings gibt es auch andere Möglichkeiten. Weiß gerade nicht, funktioniert das? Ja. So. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so gedacht war, aber wie dem auch sei. Theoretisch wäre es uns auch möglich, diese Gerudo-Kriegerinnen mit Pfeilen zu betäuben. Allerdings, naja, ihr seht, so viele Pfeile haben wir nicht. Und für den Fall, dass etwas schief läuft, möchte ich mir die Pfeile dann doch für die schwierigeren Manöver aufheben. Jetzt sind wir wieder hier oben. Okay. Ah ja. Mal schauen, ob wir da rüberkommen. Vielleicht sollte ich aber erstmal die Kiste kaputt machen. Vielleicht sind ja Pfeile drin. Oh. Okay. Das wusste ich nicht. So, dann wollen wir darüber. Drüben sieht man schon wieder diese grüne diese Stelle, an der Navi grün wird. Das heißt, da könnten wir theoretisch wieder eine Vogelscheuche beschwören, aber geht ja auch so. Verdammt. Moment. Ja, gut. Nein. Okay, das wusste ich nicht. Dann... Kleinen Moment. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. So, da wären wir wieder. Hab den Missstand mal kurz behoben. Um es euch zu beweisen. Hier befindet sich kein Herzteil mehr. Ja. Das können wir ruhig speichern. Ich wusste nicht mehr, dass da ein Herzteil versteckt war. Tut mir leid. Das war so nicht beabsichtigt. So. Jetzt haben wir hier gleich wieder einen Eingang. Das ist nur die Frage. Wo lang muss ich? Wo haben wir hier denn überall Eingänge? Da haben wir noch einen Weg, wo wir lang können. Ja, die Gleitstiefel machen da einiges einfacher. Damit kommen wir damit hin. Hier oben ist nichts weiter, oder? Nö. Dann hätte ich gesagt, gehen wir jetzt einfach mal da rein. Und schauen mal, was wir da drin finden. Auf jeden Fall aufpassen. Ich meine, man kann sich's ja schon denken, was mit den Handwerksleuten passiert ist. Die sind natürlich genauso wie wir hier eingesperrt worden. Aber um denen helfen zu können, müssen wir halt auch erstmal unseren Weg hier durchbahnen. Und ja. Das lief schon mal schief. Aua. Wir haben erstmal gestochen. Na gut, verbockt.
Die Gerudo-Festung habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf, wie man hier lang gehen musste. Ich bin da auch früher nie wirklich mit Plan durchgegangen. Immer irgendwie freie Schnauze. Da müssen wir hier halt nochmal durch. Aber der Durchgang von eben versprach eigentlich ganz gut zu sein. Naja, machen wir hier wieder dasselbe wie gerade eben. Wir müssen hier ganz bestimmte Durchgänge nehmen, dann kommen wir schon dahin, wo wir hinwollen. So, du verziehst dich. Dich betäuben wir wieder und dann können wir hier durchlaufen. Ich meine, dass in dem Raum hier nichts Besonderes mehr war. Gut, zur Not kann ich auch in dem anderen Raum einfach die Gerudo-Kriegerin alle betäuben. Das geht schon. Ich habe mir auf dem Hinweg hierher, also bis zu dem Punkt, an dem ich das Herzteil gefunden habe, ich habe jetzt nochmal komplett hierher gespielt und ja, war ja nicht viel ausgehend von Kakariko. Wäre auch zu schön gewesen. So. Wir haben ja noch genügend Durchgänge zur Wahl, wenn es sein sollte. So, also, das war der eine Ort. Direkt unter uns hätten wir theoretisch auch noch einen Durchgang. Genau, da unten wäre auch noch einer. Mindestens einer. Da drüben hatten wir sonst nichts mehr, ne? Außer den Ranken war hier nichts. Ah, da hinter den Mauern sehen wir schon... Oh, ah, da kommen wir sonst gar nicht weiter hoch. Ach, dann gehen wir jetzt erstmal wieder da an, wo wir gerade waren. Und betäuben die werten Damen. Wenn sie erstmal betäubt sind, ist es ja kein Problem mehr. Sobald die alle betäubt wurden, wobei betäuben in dem Fall schon ein milder Ausdruck ist, muss man sagen. Die Art und Weise, wie wir die unschädlich machen, naja, wir schießen ihnen einen Pfeil rein. Das habe ich auch noch nicht hingekriegt. So. Oh, perfekt. Mehr davon. Ah, ein Herz, auch nicht verkehrt. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt so betröppelt bleiben. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier weiter durchgehen. Muss ich nur aufpassen. Wo muss ich lang? Da geht's nach draußen. Da ebenfalls. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder nach oben. Kommen wir denn jetzt raus? Hm. Ja. Wahrscheinlich direkt unter dem Gang, wo sich ohnehin der... Ja, wo wir mit dem anderen Gang auch hingekommen wären. So, die werte Dame sollte jetzt mal umdrehen. Genau. Jupp, das war getroffen. Jetzt machen wir hier ran. Würde wahrscheinlich einfach der andere Durchgang sein, wo wir gerade waren, oder? Nein, wir sind tatsächlich beim ersten Punkt, wo wir hin sollen. Ich bin gerade unsicher, sollte ich die Nee, ich sollte es lieber lassen. So, hier haben wir nämlich einen Kerker und da ist auch jemand eingesperrt. Hey Kleiner, dich meine ich. Schau hierher in die Zelle. Hallo. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig. Hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf! Ja. Die werten Damen müssen wir besiegen, wenn wir die Handwerksleute befreien wollen. Auch von dem Kampf habe ich keine Ahnung mehr. Das letzte Mal, dass ich Ocarina of Time gespielt habe, ist ewig her. Hm.
sollte ich wirklich jetzt immer den Weg gehen? Weiß gerade nicht. Theoretisch könnte man natürlich auch einfach nach unten gehen. Uiui. Dich habe ich gesehen. Ja, theoretisch könnte man auch einfach hier reingehen. Es sind ja verschiedene Orte, an die wir gehen müssen. Möglicherweise war hier. Ja, hier war auch so einer. Ja. Die sagen alle dasselbe. Oh Gott, wie ging denn der Kampf gegen die Gerudo-Kriegerin wieder? Der Kampf gegen die war auch so schon nicht leicht. Ja, ja. Text hatten wir schon. Oh. Kann es sein, dass die... Verdammt. Ah, jetzt hat sie mich wieder damit erwischt. Kann es sein, dass die ein kleines Problem mit der, mit dem kaputten Langschwert haben? Guckt mir gerade so vor. Aber auch an denen machen wir natürlich deutlich weniger Schaden. Ja gut, dann... wieder... euch loswerden. So, nächste Runde. Mal schauen, wie oft ich die Gerudo-Kriegerin finden darf. Na komm. Ja. Nervt aber auch, dass die mich mit dem Angriff dann immer gleich so fertig macht. Eieiei. Ich treffe sie deutlich besser, aber... ach, der verringerte Schaden macht die ganze Sache halt dann doch wieder schwierig. Na, komm. Ich würde gerne in die Kisten schauen. Na, komm schon. Kisten zu zerstören wirkt auch so seltsam mit den Gleitstiefeln. Anständig weg. Die Gleitstiefel doch keine so gute Idee, hm? Ach Mensch, ich konnte das doch mal. Andere Richtung. Oh. Ja, oder so. Ja. Okay, keine Gleitstiefel mehr. Link, wie wär's, wenn du dich umdrehst? Hey!
vielleicht weniger Reichweite, aber ich komme schön durch deine Verteidigung durch. Ah. Ach komm, jetzt wirklich die Sequenz noch, bevor ich drauf gehe, ernsthaft. Und... ja, es sind ein paar Tage vergangen und Link ist verhungert. Link ist nicht an dem Schaden gestorben, den er bekommen hat, als er geschlagen wurde, sondern er ist verhungert. Aber wir dürfen eh wieder hier anfangen, von daher alles gut. Dennoch, mal kurz... Oh ja, wir haben noch massig Zeit. Ja. Ihm war die ganze Sache so peinlich, dass er glatt im Boden versunken ist. Gut. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Die kämpferischen Leistungen halten sich gerade schon ein bisschen arg in Grenzen. So, so, so. Manchmal muss man seine Gegner halt auch einfach mal auf sich zukommen lassen. Aber es ist echt interessant, dass ich mit dem kaputten Schwert hier im Block durchkomme. Funktioniert mit dem normalen Schwert nicht. Ja, ja, lass mal die Gleitstiefel weg. Also immer irgendwelche sonstigen Bewegungsmanöver vorhaben. Ach komm jetzt! Es nützt nichts zu blocken! So, geht doch! Und einfach den Schlüssel geklaut. So, die haben wir natürlich nicht getötet, sondern die haut ab. Ganz gekonnt. Na, so gut wie der Kampf jetzt lief, kann das da eigentlich nur besser werden. So, hallo. Bist du hier, mich zu retten? Oh, das ist wirklich nett. Ich bin John, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen. Aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. So. Ja, der soll aufpassen, dass er nicht gleich wieder gefangen wird. Was ich mir schon immer gedacht habe bei diesen Sequenzen, die laufen alle einfach so weg, als wäre es nichts. Und ja, werden aber anscheinend nicht wieder eingefangen. Wie dem auch sei. Bewegen wir uns wieder nach draußen. Oh. Und lieber gleich wieder in den nächsten Eingang hinein. So, hier waren wir doch vorher schon einmal. So, jetzt kann ich aber wieder die ausrüsten. Denn bis wir beim nächsten Verlies sind... So, ich glaube, hier lief eine von denen vorbei, oder? Ne, wo das zweite Verlies ist, wissen wir ja zumindest schon mal. Okay. Ach ja, wir sind am Ende des Ganges. Okay, sie ist gerade weggegangen. Dann... Nichts wie weg hier. So. Genau, hier war gleich ums Eck die nächste. Wow, der nächste Durchgang. Ah, komm. So, eindeutig getroffen. Wie immer. So, jetzt haben wir schon mal im untersten Stockwerk. Ja, okay. Jetzt machen wir es halt genau umgekehrt. Jetzt arbeiten wir uns langsam nach oben. So, der Werte, die Werte Dame dürfte jetzt auch gleich auftauchen, denn die haben wir ja auch schon angetroffen. Und... Ja, war klar. Ach. Nein, jetzt nicht mehr.
Zustechen, Link. Sind so ein bisschen wie ein ungeschickter Schattenlink. Genau, immer schön abblocken. Da treffen wir euch am leichtesten. So. Nein, machst du nicht. Ich finde es zwar auch schöner, mit zwei Waffen zu kämpfen, aber... Na, komm. Sehr schön. Kleinere Anfangsschwierigkeiten, aber jetzt funktioniert es langsam. So, befreien wir den Wert nachher auch mal. Hallo. Das ist wirklich nett von dir, Kleiner. Danke für die Rettung. Ich bin Paul, der Zimmermann. Diese Frauen hier machen mir Angst. Ich bleibe lieber weiter Zimmermann, als mich ihnen anzuschließen. Ich kann es kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpels sind noch eingesperrt. Hilfst du ihnen? Natürlich. Boah. Viel Glück bei der Flucht. Na denn. Ja, Geld. So. Ich glaub, sind wir hier nicht das letzte Mal von der anderen Seite gekommen? Auf jeden Fall glaube ich, dass die Route, die wir jetzt gehen, die normalerweise gedachte Route ist. Schauen wir gleich mal, wo wir hier reingeraten. Wo wir hier hinkommen. Ach so, das ist der Bereich. Ja gut, da sind wir schon mal den anderen Weg gegangen. Das hat uns nicht viel gebracht. Na gut. Aber hier draußen haben wir ja noch Ranken, an denen wir runterklettern können. Da haben wir auch wieder einen Durchgang. Dann wird das wohl der richtige sein. Na, wie gesagt, ich habe hier absolut keinen Überblick. Ich mache das jetzt gerade einfach ziemlich frei Schnauze. Wie in der Vergangenheit auch. Und ja, mir ist klar, dass das im Prinzip der Grund meines Scheiterns ist, aber was soll man machen? So. Und da wären wir auch gleich beim nächsten Verlies. Mensch, wie leicht das geht, wenn man einfach den offiziellen Weg nimmt, ne? Tja, ja. Hey, Kleiner, ich meine dich. Schau hierher in die Zelle. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig. Hier gibt's jede Menge Gerudewächterin. Hey, pass auf! So, die nächste Madame. Ach, komm jetzt. So. Würdest du bitte treffen, Link? So, geh mal ein bisschen auf Abstand. Danke. Auch wenn Link mal wieder nicht weiß, wohin er angreifen soll, aber naja. Sehr schön im Sprung erwischt. Aua. Na komm. So. Ja. Komm schon. Ein Schlag noch. Ja. Wieder eher schlecht als recht, aber... Was soll man machen? Besser spielen zum Beispiel. Hallo. Danke, Junge. Du bist super. Ich bin George, der Zimmermann. Hast du unseren Chef gesehen? Er hat vielleicht Angst um uns. Ich muss sofort zu ihm.
Einer von uns ist noch gefangen. Bitte hilf auch ihm. Ich weiß zwar nicht, woher die wissen, wo die anderen gefangen sind. Auf der anderen Seite gut. Die anderen beiden sind ja in die entsprechenden Richtungen weit. Ja, wobei, nee. Einer von denen ist in die Richtung weitergelaufen, wo der nächste war. Dann keine Ahnung, woher die das wissen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder weiter. Und... oh. Dann waren wir hier wohl schon ganz in der Nähe der letzten Zelle. Naja, wie dem auch sei. Ich schaue auf die Uhrzeit und sehe, die Zeit der Folge ist vorbei. Ja, die ganze Sache hätten wir auch in einer Folge schaffen können, hätte ich mich nicht so blöd angestellt. Leider, leider. Aber naja. Auf jeden Fall sehen wir uns für nächstes Mal wieder bei der letzten Zelle auf Green of Time. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.